In diesem Video möchte ich Ihnen einige Beispiele zeigen, wie wir die orthogonalen Projektionen eines Vektors auf einen anderen Vektor berechnen. Okay. Bevor wir das durchführen, noch mal ganz kurz zur Erinnerung, was war eine Orthogonalprojektion? Wir haben einen Vektor V und wir haben einen weiteren Vektor, der soll hier an derselben Stelle anfangen. Machen wir ihn mal so hin und dem geben wir jetzt mal den Namen x. Und was wir jetzt machen wollen ist, wir wollen die Projektion von diesem Vektor x auf V. Das heißt, wir wollen das Lot fällen. Hier. Und dann haben wir diesen Vektor hier. Und das nennen wir Orthogonalprojektion. Das heißt, hier ist ein rechter Winkel. Und diesen Vektor, den ich da gerade hingeschrieben habe, die Orthogonalprojektion, da hatten wir mit etwas Gehirnschmalz und Pythagoras folgende Formel aufgeschrieben. Auch ein Symbol eingeführt, die Projektion von x auf v. Es muss ein Vielfaches des Vektors v sein, er hat ja die gleiche Richtung. Und jetzt müssen wir nur noch die Länge dieses roten Vektors hier ausrechnen, den wir hier noch sehen. Die war gegeben durch das Skalarprodukt von v mit x. Dividiert durch die Länge des Vektors v, auf den wir projizieren, zum Quadrat. Jetzt betrachten wir einige konkrete Beispiele für die Anwendung dieser Formel. Für x nehmen wir minus 1, 2 und den möchten wir projizieren auf einen Vektor, der durch minus 2 und 3 gegeben ist. Okay, Skalarprodukt. Das ist 2 minus 6 gleich minus 4. Und die Länge von v zum Quadrat, das ist sehr praktisch, das Quadrat. Dann können wir nämlich bei der Länge einfach die Wurzel weglassen und dann steht hier die 4 als Quadrat von minus 2 plus 9 gleich 13 und dann haben wir auch unser Endergebnis, die Projektion von x auf v ist gegeben als minus 4 Dreizehntel mal den Vektor v. Und wie auch bei vielen anderen Beispielen multiplizieren wir den Faktor nicht in den Vektor hinein. Hier steht die Richtung minus 2, 3 und hier vorne steht etwas, was uns sagt, wie lang denn der Vektor ist mit dieser Richtung. Ein weiteres Beispiel für die Berechnung, diesmal soll der Vektor x gegeben sein als 6, 2 und den möchten wir orthogonal projizieren auf 3, minus 9. Skalarprodukt ausrechnen zwischen x und v. Das ist 6 mal 3 minus 2 mal 9. Ich habe das Minuszeichen bei der 9 schon nach vorne gezogen. Da steht 18 minus 18. Das ist 0. Dann ist auch die Orthogonalprojektion, die wir suchen, 0. Denn sie ist ja gegeben als 0 mal die Länge von v
zum Quadrat, das ist garantiert eine Zahl ungleich 0 mal v. Und ein Vektor, den wir mit 0 multiplizieren, hat als Ergebnis den 0-Vektor. Und jetzt können wir gleich sagen, na gut, haben wir 0 rausbekommen. Jetzt überlegen wir uns, was ist denn das jetzt hier für ein Ergebnis? Das Skalarprodukt war 0, das heißt x und v stehen senkrecht aufeinander. Und wenn Sie sich an die Grafik, an die Skizze von vorhin erinnern, dann haben wir x so hingemalt und gesagt, na gut, dann füllen wir hier das Lot. Ja, wie sieht denn jetzt unser x und unser v aus? Und unser Lot? Malen wir doch den Vektor nochmal neu hin. Da ist er. Jetzt brauchen wir aber einen Vektor, der senkrecht auf v steht. Und jetzt sehen wir hier auch sofort, wenn wir von hier das Lot füllen, bleibt da gar nichts anderes übrig, dann kommen wir hier hin und wir bekommen den Nullvektor.